Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind heute wieder am Start mit der dritten Folge von Haus des Geldes, Staffel 3, Leute. Ist Staffel 3, oder? Ich glaube schon. Gut, Freunde, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die letzte Folge war echt nice, muss ich sagen. War geiler, neuer, wie soll ich sagen, geile neue Elemente durch die neuen Charakter. Es ist viel organisierter, viel größer alles und geht viel schneller gefühlt. Also alles eine Ecke größer, schneller, breiter. Und ja, Freunde, wichtige Information für heute Abend. Die 18 und 20 Uhr Videos heute Abend fallen weg, denn wir schauen uns lieber um 0 Uhr, heute ist halt Nacht von Donnerstag auf Freitag, aktuelle Sachen an. Bedeutet lieber zwei, drei neue Songs, die rausgekommen sind über die Nacht. Die werden wir uns direkt 0, 1 Uhr irgendwie heute geben. Bedeutet, die verschieben sich ein bisschen. Sonst, hätte ich dafür keinen anderen Platz gefunden. Das, denke ich, werde ich jetzt immer so machen. Das ist einfach die bessere Lösung, Leute. Und für alle, die jetzt hier das erste Mal einschalten sollten, zu denken, Bruder, ich sehe ja hier nur die scheiß Reaction von Flo. Geht auf das YouTube-Video, was ihr jetzt offen habt, macht einen Doppelrechtsklick drauf und geht auf Bild in Bild. Dann habt ihr das Video hier unten. Ihr seht es, Freunde, dann geht ihr auf Netflix und habt hier trotzdem noch das Video von mir, was ihr jetzt hier easy abspielen könnt. In dem Fall neues Montana Black Video und dann müsst ihr hier bei der Haus des Geldes Folge in eurem eigenen Netflix Player oder auf eurer ausgewählten Seite, eurem DVD Player nämlich, selber auf Play drücken, Freunde. Damit ihr es hinbekommen habt, sehr schön. Dann würde ich sagen, Freunde, möchte ich gar nicht so viel labern. Wir schauen zusammen rein. Ich bin gespannt, wie es aussieht, Leute. Und macht euch ready, Freunde, macht euch ready, auf Play zu drücken. Drei, wartet, okay, Freunde, wartet. Ich muss selbst auf die Playzeige drücken, so. Huch. 3, 2, 1, go. So. 48 Meter unter der Erde heißt die Folge. Oh, ich liebe das Lied. Ich liebe das Lied, Mann. Oh, das sieht fucking geil aus, Mann. Heftig. Bruder. Das ist schon geil, Mann. Das Leben kann so einfach sein manchmal. Krank. Das Leben kann so einfach sein. Heftig. Jetzt sind sie halt drin. So wie beim letzten Mal. Das haben sie genauso in der ersten Folge so gesehen. Das erreicht, was sie, keine Ahnung, 3 Folgen gefühlt gekostet hat. Beim letzten Mal. Krass. Das ist ganz heftig, Mann. Smart. Top 10 Intros. Ohne Animes, Leute. Animes sind andere Liga. Ehre. Hm.
True, true. Ach, Leute, da bin ich doch dabei, Alter. Ja. Der Kapitän verlässt zuletzt das Schiff. Ja. Oh, das fliegt doch irgendwie auf, dass die nicht real sind. Das fliegt doch irgendwie auf, Leute. Das wird noch auffliegen, Alter. Scheiße. Nein. Oh nein. Oh nein. 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 Ja, er hat's auch schon fast gecallt jetzt, oder nicht? Warum stellt man so eine Fragen in so einem Moment, die ihn eigentlich gar nicht interessieren? Auch auf diese? Ach, fuck, Mann. Aber der geht in seine Rolle auf, Leute. Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Er ist in meinem Herzen. Das war fucking episch, Mann. Oh. Das war episch. Das war sehr episch.
Oh nein. Leute, was ist da denn los? Ich meine, es ist alles. Es ist halt der Plan, ne? Es läuft alles nach Plan, so gesehen. Alter, das war fucking gut. Shit. Ich weiß gar nicht, hat er es überhaupt schon gecallt gehabt? Er war, glaube ich, auf einer Spur, aber er war sich nicht sicher. Hey, nicht so grob. Gandia. Alter, der sieht aus wie so ein Bond-Bösewicht, dieser Gandia. Ich schwör's euch. Hätte der Gouverneur nicht jetzt irgendwas gesagt, dann wäre der Plan hinfällig gewesen, glaube ich tatsächlich. LOL? Der Gouverneur mit dem Taekwondo, Alter. Oh ja. Ehrenmann, Ehrenmann.
Oh. Oha! Hallo? Das war fucking weird, Alter. Okay, er wollte natürlich einen Jungen haben. Er wollte natürlich einen Jungen haben. Er wollte einen Jungen haben, oder? Natürlich will er einen Jungen haben. Das ist ein De. Ja, natürlich. Oh. Ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Ehre. Keiner kennt die Stadt. Wahrscheinlich kenne nur ich sie nicht wieder. Kuss, Leute, Kuss. Ich weiß echt nicht, wie es mit Rio ausgeht, Mann. Das ist true, das ist wirklich true. Alter, da bin ich jetzt gespannt, Mann. Die sind in der Unterzahl, in der massiven Unterzahl. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Zwei. Oh. Oh. Oh.
True, true. Das ist hart. Das ist hart mit Familie. Das ist kopfig. Oh nein, er wird gleich wieder die Waffe hochnehmen und losballern. Ja, es war klar. Es war klar. Warte, da war Blut, da war Blut, da war Blut. Da war Blut. Und natürlich haben wir jetzt ein. Ist das ein Flashback? Breaking Bad, Alter. Oh, das ist natürlich. Warum zu spät? Also. Oh nein. Oh, ich hasse das. Wasser im Schuh. Schlimmste. Ja, Palermo hat einen fetten Hit bekommen, glaube ich. Der Bruder hat einen fetten Hit kassiert. Ist ja doch viel schlimmer als eine Schusswunde. Gott, Alter. Oh nein, ich will's nicht sehen, ich will's nicht sehen, ich will's nicht sehen, ich will's nicht sehen. Ich hätte lieber eine dicke Schusswunde, glaube ich. Oh, ich kann sowas nicht ansehen. Ich kann sowas nicht ansehen, Leute. Ey, ich kann sowas echt nicht ansehen, Leute. Ey, Denver, ich fühle dich, Bruder. Ich fühle dich, Denver. Ey. Ach echt? Ach echt? Ich stelle mir das gerade vor, Splitter im Auge, Jungs. Oder. Bruder. Ey, Blut in.
Huch. Blut im Auge ist echt Endlevel. Oh nein. Ja. Den haben sie gefunden. Den haben sie gefunden. Dann ist ja alles gut. Für die Ehre. Wir sind eine Familie, Leute. Angenehm, oder? Schöne Atmosphäre direkt. Frei. Das habe ich mir fast gedacht. Mann. Unfähig, Bruder, sorry. Ja, der ist fähig, ja. Das sieht man. Ich bin eine Freiwillige. Ah. Okay, ich dachte, er macht den Gender-Move und sagt, ich bin eine Freiwillige. Jetzt nur Offense gegen ihn, aber es sah ein bisschen so aus. U-Ring auf der falschen Seite, you know. Aber okay. Boah, ich möchte auch so eine geile Schlüsselkarte haben, Mann. Bruder. Oh, lol. Lol. LOL! Es war mehr als glaubwürdig. LOL! Hä, wie gut! Da gehen die Mega-Props raus, Alter. Das war krass gut. Alter.
Das war krass gut, muss ich sagen. Oh shit. Jetzt ist der Professor Mode activated wieder, Leute. Ich sehe es doch. Deutschland ist da. Alle Mann. Ist das der aus. Ist das der, den wir kennen? Der kommt mir bekannt vor irgendwie. Also den rechten kenne ich logischerweise. Jetzt den linken kenne ich logischerweise. Aber der vom Geheimdienst. Ey! Das war jetzt fies wieder. Nicht so grob hier. Oberschlampe, Bruder. Huch. Ach, Bruder. Der ist auch wieder dabei. Ich mag die echt nicht, Digga. Die ist echt weird. Hä? Ist sie am Smoken und so? Während sie schwanger ist, oder ist sie sehr ungewöhnlich fett? Sie raucht echt einfach. Ey, ich ekle mich so vor der gerade. Die wirkt übrigens so ein bisschen wie so ein Anime-Character. Ja, die wirkt echt wie ein Anime-Character. So richtig überzeichnet. Aber gut, der würde ich gerne ins Gesicht treten. Einfach ins Gesicht treten. Oh nein. Ach Mann.
Aber true, true. Oh, Apologie ist ein schönes Wort, Mann. Aber Real Talk, das war's, Alter. Das war's. Das ist ziemlich hoch. Okay. Ja, Gewinner. Ja, Mann. Pappmaché. Pappmaché, Alter. Ehren-Nairobi, Leute. Ehren-Nairobi. Leute, es geht los. Bisschen träumen. Ah. Alter. Heftig. Alter, was ein Klotz, Junge. Holy shit. Die werden einen Tauchgang machen. Die machen einen Tauchgang. Die machen einen Tauchgang. Erstmal in die Kernspinde rein. Let's go, let's go, let's go!
Och nein, er macht wieder alles falsch. Er macht wieder alles falsch jetzt. Ey, alles wird besser, wenn es von Berlin erzählt wird. In so einem Ton, Alter. Oh. Ach, Leute, das ist geil, Mann. Ich werde auch Schweizer, ich sag's euch. Ich werde Schweizer. Macht dir keine Sorgen, der wird tot sein. Er hat den Sauerstoff noch nicht, natürlich nicht. Scheiß auf den Sauerstoff, Leute. Ja, den haben wir jetzt verloren, Leute. Den haben wir jetzt verloren. Tut mir leid. Gott. Ja, jetzt fischst du den halbtoten Zeppelin daraus gleich. Die Blase muss platzen. Bruder, Kuss geht raus, Alter. Ich dachte, er wäre dead. Den Glanz. Bam, bam, bam. Das sieht fucking episch aus, Alter. Leute, ich mache auch einen Bankraub, Alter. Ich sag's euch, schaut euch das an. Das sieht echt fucking episch aus, Mann. Oh ja. Oh. Boah, Leute, ich krieg Gänsehaut. Oh, Gold ist so attraktiv einfach, Leute. Ich sag's euch, hui. Berlin lebt weiter, Freunde. Berlin lebt 1, 2 und Nummer 3 ist hier. Erstmal ein bisschen Dancen dazu, Leute. Leute, ich liebe Berlin. Ich bin mit ihm in einer Beziehung, glaube ich.
Das ist ein fucking geiler Plan, Leute. Und sie haben das Gold in den Händen, Alter. Boah. Da kommt die erste Ladung, Leute. Krass. Alter, das muss sich so gut anfühlen. Alter, so ein Goldbarren. Leute. Leute, wie schön war das denn? Freunde, wir kommen jetzt hier zum Ende, ja? Zum kleinen großen Mini-Fazit der Folge. Krass, Mann. Der Plan von Berlin geht auf, Alter, wie eine kleine Honigblume im Sommer, Leute. Ui, seht ihr die Honigblume? Nein, weil wir haben Herbst, aber ihr wisst, was ich meine. Fucking episch, Alter. Fuck, wie, das sah echt krass gut aus, Mann. Erstmal, dass die Geiseln, die sie ausgewählt haben, in Wirklichkeit Schweißer waren und mit involviert waren. Crazy. Dann haben sie jetzt schon die ersten Goldbarren in den Händen, Alter. Da wird safe noch irgendwas schief gehen. Am Ende wird irgendjemand fast ertrinken, denke ich. Oder sogar ertrinken. Aber Leute, man muss auch Opfer bringen. Sorry, denn ist jetzt einer ertrunken. Kommt vor, Leute, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe einfach, dass wir noch ein paar mehr von diesen Szenen mit Berlin haben wie eben, weil ich es einfach schön finde, dass er, obwohl er schon tot ist, ich möchte nicht darüber nachdenken, dass er hier noch mit weiterlebt, Leute, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Rio aussehen wird, weil wenn Rio jetzt dahin geflogen wird, werden die safe irgendwie wieder was mit Rio machen und dann wird Tokio wieder Schwäche zeigen. Ich kenne doch meine Leute. Ich kenne die doch, Leute, ja. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Freunde, ich kann Leute kein großes Fazit zum Ende machen, weil ich schnell los muss. Ich habe wenig Zeit. Die Folge wird sich sogar schon etwas verspäten. Aber ich schaue mal, wie es wird, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ja, tschüss.